Das sind wir, das ist die Gebrüder Grimm Schule in Hamm. 2019 haben wir den Deutschen Schulpreis abgeräumt. Und wir haben sogar einen neuen Anbau bekommen, den man hier in diesem Video super sehen kann. Das ist unsere Mensa. Hier können wir richtig gut essen, alle gemeinsam, aber im Vormittagsbereich kann man eben auch lernen. Das ist unser stille Bereich übrigens, liebe Kinder. Hier darf nur wenig geredet werden. Ihr könnt hier an den Trapeztischen sitzen oder sogar an Stehtischen essen oder auch arbeiten. Und ganz hinten, da jetzt gehen wir so drauf zu, dass unser Wasserspender jederzeit richtig kaltes Wasser mit oder ohne Kohlensäure, richtig cool. Unser neuer Religionsraum oder auch Raum zur Förderung der emotionalen Intelligenz. Das ist uns ein echtes Anliegen, denn wir wollen, dass unsere Kinder leistungsstark sein werden in der Zukunft. Hier kann man sich zurückziehen, hier kann man reden, hier kann man seine Gefühle stärken. Emotionale Intelligenz als das Kriterium für Führungskräfte der Zukunft. Eine echte Chance, an unserer Schule zu sein. Liebe Eltern, Lust auf einen Kaffee? Dann setzen Sie sich doch in unsere Elternlounge und ziehen sich ein an unserem Automaten. Der ist kostenlos und wir freuen uns, wenn Sie da sind. Sie können den Kindern zugucken, wie die hier im Lernkaleidoskop rumflitzen. Hier unser Infopoint. Die Zentrale sozusagen des Geschehens. Und natürlich wird nicht nur gelernt, hier wird doch ganz viel gelacht. Aber am Kicker sind wir ja schon vorbei. Wichtig, alle tragen Hausschuhe. Wir haben hier Hausschuhständer. Jeder muss Hausschuhe anziehen. Und hier sieht man sehr schön in der Großaufnahme hier unser Kaleidoskop, unsere Bücherei, unsere Digitalität, Gruppenarbeitsplätze. Ein Highlight ist unser Innenhof. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen sich gerne in die Hängematten. Kinder dürfen das natürlich auch. Und ab und zu gibt es hier sogar ein Spaghetti-Eis. Schön, oder? Unser Leitmotto ist ja der Spruch mit den Zitronen. Und deswegen haben wir diesen riesigen Zitronenbaum hier im Innenhof stehen. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Oh, und jetzt gehen wir in einen der spannendsten Räume. Hier wird fleißig gerechnet. Hier ist die Mathe-Lerninsel zu sehen. Natürlich eine der beliebtesten, oder? Wer hat denn nicht gerne früher gerechnet? Natürlich alle, ist doch klar, oder? Bei uns ist Mathematik aber auch echt spannend, kann ich euch sagen. Hier ein Blick auf unseren Greenscreen, unsere Theater-Lerninsel. Vor verschiedenen Hintergründen können hier Filme gedreht werden und Zuschauer sich aufhalten. Nun sehen wir einen kleineren Förderraum, einen Rückzugsort auch, um vielleicht auch mal das ein oder andere Elterngespräch zu führen, um mit Kindern mal alleine arbeiten zu können. Ist schon mal jemand im Silicon Valley gewesen, in den Vereinigten Staaten? Hat jemand schon mal bei Google hospitiert? Oder war bei der Stanford University? Dieser Raum, sowie das gesamte Kaleidoskop eigentlich, ist diesen Firmen nachempfunden. Hier kannst du passend zu deiner Idee Prototypen bauen. Hier kannst du werken, hier kannst du Dinge zusammenschrauben, verbinden, leimen, hier kannst du sie bemalen. Hier kannst du deine Idee entwickeln. Übrigens, es geht um die modernste Arbeitsweise zurzeit in Wirtschaft und Wissenschaft, das Design Thinking. Und wer weiß, vielleicht wirst du der nächste Mark Zuckerberg. Vielleicht ist es deine Idee, die demnächst die Welt verändern wird. Und hier das Beispiel eines kreativen Arbeitsauftrags im Bereich Kunst. Übrigens, Material, um deine Ideen oder Projekte zu verwirklichen, haben wir hier genug. Unser Labor. Hast du etwas Spannendes vielleicht gefunden in der Pause oder zu Hause? Etwas vielleicht winzig Kleines? Dann komm genau hier hin, schnapp dir das Mikroskop und schau es dir an. Hast du was Gefährliches gefunden? Hier gibt es übrigens auch Schutzbrillen. Vielleicht hast du in der Werkecke ein Fahrzeug gebaut und dir fehlen noch die Scheinwerfer.
dann bist du auch genau hier richtig aufgehoben, um mit Strommaterialien dann die Scheinwerfer dran schrauben zu können. Übrigens, bei uns sitzen die Kinder nicht nur den ganzen Tag im Klassenraum und schauen auf Arbeitsblätter. Bei uns hat man das mit echten Dingen zu tun. Vielleicht ist dein Talent die Musik? Dann komm in unseren Musikraum. Hier könntest du sogar demnächst deine eigene Band gründen. Schlagzeug, E-Gitarre, Bass oder Gesang? Also ich mache auch gerne Musik und ich nehme das Keyboard. Da bin ich dabei. Du hast richtig Glück. Auf unserem Schulhof gibt es einen neuen Fußballplatz mit nagelneuen Fußballtoren. Übrigens auch genug Platz, um sich aus dem Pausenspielzeugraum ein Gerät, ein Fahrzeug zu schnappen und hier rumzudüsen. Ein Highlight ist unser internationaler Garten. Und ich verrate dir was, bei uns essen ganz viele Pizza. Schnapp dir doch auch eine Pizza und hol dir frischen Oregano aus unserem Garten. Hier ist es schön, oder? Hier kannst du in den Pausen spielen oder auch im Bereich der offenen Ganztagsschule. Such dir ein sonniges Plätzchen, such dir ein schattiges Plätzchen oder du gehst in unsere Tierecke. Denn jetzt haltet euch fest, wir haben vor kurzer Zeit junge Kaninchen bekommen, die können wir euch ja nicht vorenthalten. Wenn du genau hinschaust, dann siehst du jetzt gleich unsere Sportsprunggrube, nämlich genau dort, wo dieser kleine Bagger steht. Übrigens, da kann man auch super spielen in dieser Sprunggrube. Zum Abschluss nochmal ein Blick in unsere Verwaltung. Ihr Kinder, ihr macht das sowieso. Ihr kommt ja hier einfach rein, das ist nämlich genau richtig. Und da auch die Bitte an alle Eltern, keine Scheu haben, genau hier reinzukommen ins Sekretariat oder vielleicht durchzugehen bis zu mir. Wir freuen uns, wenn Sie kommen. Und jetzt ich, der Schulleiter im Original. Herzlich willkommen an unserer Schule. Schön, dass ihr euch für unsere Schule interessiert. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß bei den vielen Videos, wie es hier so aussieht und was hier so passiert.